Ja, weiter geht's mit Pokémon Schild und wir sind dabei heute mit dem Herzog ins Finale. Wir haben es geschafft. Mit einem harten Kampf haben wir tatsächlich dann White tatsächlich noch in die Knie gezwungen und wir spielen tatsächlich gegen Lilien. Oder kämpfen gegen Lilien. Hey, gleich ist es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wer von, wem von euch beiden ich anfallen soll. Mein großer Bruder oder mein Rival? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. So. Du weißt, ich soll Käfer feuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, dass wir voll den Hemd verlassen haben. Eigentlich gibt es ja gar nichts zu überlegen. Mach das so möglich wie möglich und schlag den beschlagbaren Chef. Du musst gewinnen. So. Ja, wir dürfen schon mal jetzt gegen den Chef antreten. Hoffe ich zumindest mal. Geht jetzt weiter? Okay. Auf geht's. Finalkampf. Okay. So. Die Frage ist, was hat er als erstes? Ja, gucken wir mal. Ich gehe einfach versuchen, was du uns betickt hast. Dann versuchen wir es mal. Wir haben schon unsere Probleme gehabt und vielleicht kriegen wir jetzt, haben wir tatsächlich ein bisschen leichtere Möglichkeit im Champ gegen den Champ, aber naja. Schauen wir mal. Und da steht schon Dilien. Der möchte gegen uns jetzt antreten. Spürst du das? Der Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und dem überkochenden Gefühl auf den Zuschauerrängen. Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk dran, dass sich alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als sich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen, gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Wellen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. Es ist Champ-Time. Ich bin hier in der Champ-Galerie-Region. Zusammen mit meinem Partner Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich unbedingt an Wissen und Erfahrung gehabt. Genau aus diesem Grund würde ich auch leicht in die Tasche stecken. Was du. Darf der Bildschirm? Sieht nur. Was ist das? Hallo, du, ich bin Kev. Ich habe jetzt eben die Finsternacht eingeleitet, um die Zukunft zu Galas zu retten. Bitte was? Hast du? Aber leider wurden dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Oh oh. Was zur Hölle? Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hast, Dilien. Dilien, Chef. Das war doch der Stadion von Claw City, oder? Was hat Ross eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig versessen von irgendeinem Problem erzählt, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Los, ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht als Champ. Wenn ich gestern versucht, Ross, was jetzt verstehen wäre, nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. Es ist Champ-Time. Herr Dilien, warte. Oh, Scheiße, ist weg. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City nur wieder verläuft? Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich werde nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen. Ich helfe dir, genau. Danke, aber wie? Moment, du hast damit die 14. Nacht angehört, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis, das Legende, dass plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wir können ja nur sowas einleiten. Woher kenne ich den Begriff nochmal? Ja, natürlich von der Heldenstatue. Ah ja, stimmt dir, genau. Ich erinnere mich. Sonja hat uns vor der Heldenstatue in Angel City davon erzählt. Inzwischen sind wir alle natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem des Schildes die 14. Nacht durchendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden können? Ja, im Schlummerwald. Bingo, genau da. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war wirklich bestimmt eines der beiden schimmernden Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich werde zum Schlummerwald finden, wir Hilfe. Ja, dann gehen wir mal in den Schlummerwald. Und dann schauen wir mal, was es da erwartet.
So. Huch, was macht ihr denn hier? Sag bloß nicht, ich geh das Match sausen lassen. Was ist das hier von Ronny Sonja? Digga, weil seine Lost hat das Turnier unterbrochen. Das war doch ein riesiges Chaos. Was? 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 Ist das wahr? Ich war bis eben schon mal weit, um ein paar Nachfragen schon mal zu stellen. Das ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also, da wäre diese schwarze Wirbel, die über dem Cloud City Stadion erschienen ist. In der Liga passiert mir gleich noch gleich. Ach ja, ich bin zur Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sage ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Dieser unschlagbare Champ kriegt die Sache jetzt schon wieder in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause. Haben Sie gerade 14-8 gesagt? So ist der schwarze Wirbel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Gala zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt das ausgerechnet hierher? Okay. Die 14-8 aufhalten? Wollt ihr 14-8 aufhalten? Heißt das, seid ihr irgendwie Pokémon des Schwertes, um die Schilde zu suchen? Okay, ich bin dabei. Und das geht schon meine Stimme weit. Und ich komme so schnell wie möglich, wie schnell es geht, nach. Es gibt da noch eine Sache, die ich wohl noch klären muss. Drei Toppeleber. Die können wir gut gebrauchen. Definitiv. Und dann machen wir uns erneut in den Weg, in den Schlummerwald. So wie wir das ganz am Anfang mal gemacht haben. Als unser Abenteuer begann. Folge 2 war das, glaube ich. Mittlerweile müsste aber Folge 34 sein oder 35. So. Es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschwunden werden. Also, unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Und so schnell kriegst du uns niemals klein. Als mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Volley zu finden. Und das nächste Kapitel in der Legende von Hopp spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's. Gut, dann auf. Ja, den Weg müssen wir nochmal suchen. Der sollte hoffentlich nicht. Ja, es ging ja damals da lang. Ich hoffe, dass ich diesmal wieder den richtigen Weg habe. Aber damals war das ja hier. Jetzt können wir tatsächlich den neuen Weg einschlagen. Oh, ein Somnium. Einmal richtig Lied. Und ein Gala Smogmog. Das wir jetzt natürlich sehen. Das kennen wir ja schon. Damals aus dem Kampf gegen. Ich glaube gegen Papella. Sie hatte eins. So. Gut, dann versuche ich mal. Ja, hier ist noch ein Item. Das war eine Top-Genesung. Okay. So, Galoppa. Mal nach vorne. Da geht's wahrscheinlich weiter. Da versuche ich zumindest hier. Ich gehe mal hier lang. Na, das ist nicht ganz der richtige Weg, weil hier ist nur Nebelsamen. Und da war noch ein Kramor. Da versuchen wir es mal hier lang zu gehen. Okay, jetzt. Irgendwie gerade. Ich versuche mal, ob ich hier rüberkomme. Ne, ich wollte mal das Item vermuten. Weil uns hält wieder ein Smogmog auf. Eigentlich wollte ich nicht, dass ich weitermachen. So. Ein Leben ab. Ah, ich wollte da jetzt weitergehen und da taucht doch ein Maritelit auf. Eine Lücke von Zetzek. Ein Psychokäfer-Pokémon. Okay, da kommen wir da oben nicht weiter. Frage ist, wie komme ich da hoch zu dem Item? Hier scheinbar nicht. Schade. Ah, hier waren wir schon, genau. Dann muss ich hier weiter. Da, wo ich wieder eingeschnitten hätte. Aber das war wieder ein wildes Pokémon. Aber ich hätte Schild Schutz nehmen sollen. So. Kramor, Smogmog. Ich hier weiter.
Das ist alles noch drin. Mentalkraut. Jo. So, mal weg. Ja, hier ist Hopp. Schau mal, ist das doch der richtige Weg? Der gibt's doch nicht, der ist ja noch dichter als damals. Oh, ein... Zwei Pokémon. Eins kennen wir davon ja schon von damals. Das andere ist neu. Das sind sie. Das müssen die Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Und sie verdichten wieder mal den Nebel. Hey, wo wollt ihr denn? Wir brauchen eure Hilfe. Hallo? Wo ist denn diese Tablet? Meinst du, die Pokémon, ich wette, so schön ist, war noch irgendwie. Hast du das völlig gesehen? Sind gerade in den Wald verschwunden. Das weiß ich so hinter. Außer ich war wie hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir denn gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich aber auch nicht. Ich habe jede Menge Bücher gewählt. Darunter auch welche, die nicht aus Skala stammen. In einem davon bin ich endlich auf die neue Information gestoßen. Das Pokémon des Schildes heißt Zakian. Das Pokémon des Schildes ist Zamazenta. Angeblich wurde jemand vor langer, langer Zeit jenseits des Schwimmerwaldes geboren. Steh, danke, Sanja. Okay, wir sind beim Pokémon begegnet, selbst wenn es nur eine Vision war. Das heißt, das Pokémon des Schwertes und das des Schildes, die sie bei sich führen, können noch nicht weit sein. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Die Frage ist, warte, war das nicht irgendwo ein Item? Aber ich bin doch hier über das Wasser gefahren und nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie damals jetzt. Und mit dem war dann manchmal das hier gewesen. Und da ist so eine Art Schrein. Okay. Sieh dir das an. Dieser Ort, es schaut eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind die Legende definitiv auf der Spur. Schwert und der Schild. Sinua, der Schwert und der Schild. Die Legende ist also wahr. Und ich erhalte den rostigen Schild. Ich glaube, ich krieg tatsächlich keine Wahl, welches der beiden Items ich bekomme, ich nehmen will. Mit diesem Schild soll ein Held einstmal als großes Unheil abgewendet haben. Rost wie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, und er nimmt das Schwert. Aber das Ding hat auch schon mal bis zur Tage gesehen. Aber damit wirklich die Fensternacht bezwingen kann, naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade so noch zu gebrauchen. Die Pokémon Schwert ist und Schild ist hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir noch uns, sind wir doch auf uns allein gestellt, wenn die denen helfen wollen. Ja, die Frage ist, komme ich hier, wir sollen zum Chlorstadion. Die Frage ist, komme ich hier raus mit einem Flugtaxi? Oder muss ich das Ding tatsächlich zu Fuß gehen jetzt? Engine. Ja. Da oben muss ich ja hin, ne? Ich kann natürlich kein Flugtaxi rum. Das heißt, wir müssen tatsächlich den Weg zu Fuß gehen. Wieder hier raus. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Eigentlich hätte ich gedacht, okay, man kann es ja versuchen. Weil eigentlich wollte ich hier tatsächlich dann auch ein Folgenende machen, wenn wir gleich in Claw City sind. Weil es wird auch wieder Zeit. Ja, die letzte Folge war. Letzte Folge ist ein bisschen kürzer. Weil das nächste Ereignis könnte was größer werden. Und ich guck mal hier gerade wegen dem Item. Ein Rauchball. Das
Vorschlag? Ja. Oh, dann verschwinden wir mal, wenn dieses Kram um mich in Ruhe lassen würde. Das hat ein Level 45. Aber es hindert uns nicht daran zu gehen, also zu flüchten. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber scheinbar schon. Ja, doch. Nicht. So. Dann machen wir uns jetzt auf. Raus, liebe Leute, nämlich nach Claw City. Wir sind zurück in Vollingen. Und dann mache ich jetzt einfach mal kurz einen kleinen Break hier. Wir hauen dann in der nächsten Folge ab nach Claw City und dann schauen wir mal, was sich da oder was da überhaupt so passiert. Wie gesagt, jetzt wissen wir zumindest, wie die beiden legendären Pokémon heißen. Eigentlich wollten wir auch dieses Mal den Champ Cup zeigen, diese Folge. Also das Finale gegen den Champ selber. Aber auch scheinbar brauchen wir noch ein bisschen Training. Wir haben nämlich so Probleme gegen Roy gehabt. Schauen wir mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schild. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit dem Teil, diesem Teil der Story. Bis dahin. Auf Wiedersehen.